Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Tales of Zestiria Collector's Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Tales of Zestiria in der Collector's Edition, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl! Das Ganze kommt hier in einer recht großen, recht umfangreichen Box, in dunkelbraun gehalten, in diesem Fall für die PS4. Hier auf der Vorderseite haben wir einmal hier das Logo, darunter lesen wir den Titel des Spiels, Collector's Edition. Einmal USK 12, einmal PEGI 16, Bandai Namco Entertainment, auf der rechten Seite auch nochmal beschriftet. Auf der gegenüberliegenden Seite ebenso. Und auf der Rückseite haben wir dann hier angeführt, worum es in diesem Spiel geht. Hold on to what you strive for. Also auf Deutsch lesen wir unten dann: Begleite Sori in einer von Krieg und politischen Streitigkeiten zerrissenen Welt. Auf seinem Weg zum Hirten und hilf ihm, die Welt vor Bosheit zu beschützen. Darunter haben wir dann hier einmal den kompletten Boxinhalt veranschaulicht. Hier auch nochmal kurz ein Text. Also was lesen wir hier? Collector's Edition, kunstvoll gestaltete Stoffe vom Heiligtum der Dame vom See, exklusive Normin Metallbox, gebundenes Artbook, Set mit 4 GBQ'n Kara-Figuren, Spieldisc, 30-minütige Anime Blu-ray, speziell ausgewählte Musik aus dem Spiel. Das alles ist dann hier nochmal veranschaulicht, hier in diesem Fall auf Englisch beschrieben. Infos, technische Details und so weiter und so weiter. So, das Ganze ist hier ein Schuber, den können wir mal abziehen. Und dann kommt hier die eigentliche Box zum Vorschein. Auch die ist wieder mit diesem Logo designt, aber dafür fehlt jetzt hier rundum die Schrift. In einem riesen dicken Buch, Artwork, also wir haben hier diese Buchseiten. Dann auf der Rückseite, sieht wirklich aus wie so ein mächtiges Buch mit so Metallbeschlägen am Eck. Und das ist dann der Buchrücken quasi. Tales of Zestiria Collector's Edition, unten ja entsprechend beschriftet, ansonsten hier wirklich komplett in dieser dicken Buchoptik. Das lässt sich dann hier so in der Mitte öffnen, also so eine Stülpbox, innen weiß, und hier kommt uns schon der Boxinhalt entgegen. Wir werden mal schauen, dass wir alles auf einmal irgendwie rausbefördern. So, die Box ist nun leer. Packen wir wieder zusammen und dann kann die Box direkt zur Seite. So, was haben wir hier alles mit drin? Wir haben einmal natürlich das Spiel an sich für die PS4. Dann haben wir ein Artbook, das hier im Hardcover-Stil kommt. Ein Steelbook in einem ganz besonderen Design. Dann, das ist, glaube ich, das Heiligtum der Dame oder der Frau vom See. Schauen wir uns da noch an. Also dieser Stoff, es riecht auf jeden Fall schon sehr intensiv, dieser Stoff. Boah. Und dann haben wir auch noch hier diese Figürchen, 4 Stück. Die kommen hier noch in einer Schachtel. Ja, wir starten wie immer mit dem Spiel an sich. Das ist dieses hier. Tales of Zestiria für die PS4. Wir lesen hier auch noch Bonus-Content. Das Ganze ab 12 Jahren freigegeben, also 12 und 16. So sieht das aus auf der Seite. So, hier lesen wir wieder, was Sache ist. Okay, die Infos, technischen Details und dann schauen wir rein. So, los geht's. Hier rechts ist die CD, die Spieldisk. Auf der linken Seite haben wir dann Infos zu DLC und Bonusinhalten. Moment. Mal kurz hier sichten. Okay, also sieht so aus. Wir haben hier dieses kleine Booklet und dann haben wir hier noch Infos, was uns hier in diesem DLC erwartet. Und dann haben wir hier einen Code und hier kann man dann entsprechende Punkte bekommen und dann irgendwelche speziellen Sachen im Spiel erwerben. So, die Game Disc sieht so aus. Hier mit den Charakteren abgebildet. Klassisch designt. So, das ist das Spiel an sich.
Dann haben wir zusätzlich noch ein weiteres Case, und zwar ein Steelbook. Das ist dieses hier in einer wunderbaren Optik. Ja, nicht ganz so mein Fall, aber die Rückseite auch nochmal schön gestaltet. 6 verschiedene von diesen Figürchen, von diesen kleinen Männchen hier. Und das Ganze ist hier nicht nur als Wechsel-Steelcase, also damit man das Spiel hier umziehen kann, sondern wir haben hier tatsächlich auch noch zusätzlichen Inhalt. Wir haben hier einmal den Soundtrack, also Original Music Selection zum Spiel. Kommt hier links auf CD. Und auf der rechten Seite haben wir noch eine separate Blu-ray-Disc mit Dawn of the Shepherd. Also exklusive 30 Minuten extra. Also ein Anime, ein Kurzfilmchen hier, 30 Minuten obendrauf auf Blu-ray. Die beiden Inhalte hier in dem Steelbook. Okay, weiter geht's mit den Figuren. Das geht aber noch zur Seite. So, die Schachtel ist auch wieder komplett gebrandet. Also hier wirklich rundum beschriftet. Es klappert schon, wir müssen aufpassen. So, schauen wir rein. Chibi Kiyun Chara Figure Set. Das ist jetzt wahrscheinlich ganz falsch ausgesprochen. Verzeihung. Und so sieht das aus. Also wir haben hier so einen Teiler drin. Und der hat hier entsprechend 4 einzelne Bereiche geschaffen. Und hier haben wir dann 4 einzelne Spielfiguren, die hier auch noch mit Plattform und Halterung kommen. So, wir schauen mal, dass wir hier alle rausbefördern. Im Idealfall ohne, dass irgendwas hier abknickt oder zu Bruch geht. Weil einige dieser Sachen sind echt sehr, sehr, ja, fragil und dünn. So, aber jetzt haben wir es geschafft. Somit kann dieser Teiler hier wieder rein. Ja, so. Wunderbar. Machen wir dabei mal zur Seite. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Also, wir haben hier 4 Plattformen für 4 Figuren. Wir werden jetzt mal alle der Reihe nach durchgehen und eventuell auch so gut wie möglich zusammenstecken. So. Also, das ist Charakter Nummer 1. Der kommt hier mit einem Schwert. Und das ist seine Plattform. Also das ist so der Sinn dahinter. Jede Figur hat ihre eigene Plattform. Diese Plattformen haben dann, bei den dreien zumindest, so hinten Haken bzw. ja, so Streben, womit man dann die Charaktere so anlehnen kann. Aber der hier hat hier nur so einen kleinen Dorn. Und der kommt, wo haben wir es? Hier da. Kann man das sehen? Ja, genau. Hier in der Hüfte ist so ein Loch. Bedeutet, man kann dann hier diesen Dorn in dieses Loch hier so reinstecken mit etwas Fingerspitzengefühl. Moment. Irgendwie will es gerade nicht zurecht. Einmal noch. Ah, so. Das ist dann die Figur. Also steckt jetzt hier so seitlich drin. Und dann steht der hier so auf der Plattform. Das kleine Schwert plus hier hinten noch der Umhang. Aber die sind auf jeden Fall sehr schön verarbeitet und gut bemalt. Also mir fallen hier gar keine Mängel oder Fehler auf. Da wurde sehr sauber gearbeitet. Sind echt schön anzusehen. So, das ist Figur Nummer 1. Dann haben wir Nummer 2. Das ist diese Figur hier. In Türkis. Wirkt jetzt etwas, ja, unbewaffnet, denn wir haben hier auch noch einen Speer. Da haben wir hier am Speer so einen kleinen Ansatz, genau hier sieht man es. Und der kommt dann hier in die Hand. Das probiere ich mal ganz kurz, aber wahrscheinlich schmeiße ich gleich die Nerven weg, weil es nicht auf Anhieb gelingt. Ich probiere es einmal kurz, ob mir das schnell gelingt. Ansonsten würde ich auch eure Zeit, glaube ich, hier nicht länger verschwenden. Nein, ich schaffe es irgendwie nicht, den da zu platzieren. Ja, ich glaube, es hat geklappt. Doch. So, dann sieht er so aus. Also er hält hier den Speer, auch wenn der jetzt wahrscheinlich sehr wackelig ist. Und dann haben wir hier diese Plattform, mit der wir den kleinen Mann dann hier so
festmachen können. Ja, so sieht das dann aus. Also hier hinten diese Strebe dann wirklich auch so angepasst auf seine Kopfform, auf seine Haarform. Und dann steht er hier mit seinem Speer. So, ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, hat sich schon verabschiedet, der Speer. Egal, er wird unbewaffnet bleiben in diesem Fall. Passt. Dann als nächstes haben wir diese junge Dame hier in Pink. Und die hat hier auch wieder einen Speer. Das ist der. Und sie hält den hier dann hinter ihrem Rücken. Also hier haben wir beide Hände, um den Speer dann entsprechend zu greifen. Natürlich hat auch sie ihre eigene Plattform mit ihrem eigenen Wappen hier in Rosa. So sieht das dann aus. Und Charakter Nummer 4 ist dann dieses kleine Fräulein hier. Und sie hat einen Schirm mit dabei. Auch hier kann man sie natürlich auf ihrer Plattform feststecken. Moment. Wenn es mir gelingt. Gar nicht so einfach. So, aber jetzt. Das ist ihre Plattform. Und sie hat dann auch noch hier hinten diesen Ansatz, womit man hier den Schirm festmachen kann. Ich probiere das mal eben. So, ich glaube, es ist gelungen. So sieht das dann aus. Also, es ist ein ziemliches Gefummel und echt mit Fingerspitzengefühl verbunden. Aber es ist halbwegs gelungen. Ja, die zwei Speere könnt ihr euch dazu denken. Den kleinen Mann stellen wir auch nochmal rein. So, also 4 Figürchen hier mit ihren entsprechenden Platten und ihren 4 Waffen. So, die packen wir zur Seite. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Boxinhalt, der hier wirklich einen brutalen Geruch verströmt. Und zwar ist das dieser hier. Ich lese nochmal ganz kurz nach, wie das genau beschrieben wurde. Also hier lesen wir es. Hier ist es beschrieben. Und zwar Lady of the Lake Sanctuary Cloth Artwork. Also auf Deutsch so viel wie, wo haben wir es genau hier? Kunstvoll gestaltete Stoffe vom Heiligtum der Dame vom See. Also das ist das Heiligtum der Dame vom See. Ich kann euch sagen, das Ding riecht brutal. Und ich glaube, ich weiß auch warum, denn man hat hier einfach so einen Stofffetzen im Endeffekt, also ein Stück Stoff. Und das wurde hier nicht einfach nur irgendwie zugeschnitten oder sowas, sondern wurde auch wahrscheinlich, hat es auch einen Sinn, damit es am Ende irgendwie sich nicht hier auftrennt und einzelne Fäden zieht. Aber man hat es hier wirklich auch für die Optik an den Rändern so angekokelt. Also das ist nicht irgendwie gemalt oder so, das ist hier wirklich verbrannt. Und schade, dass es kein Geruchsfernsehen oder Geruchsvideo gibt, aber wenn ihr das riechen könntet, boah, also es riecht echt. Ich war schon das ein oder andere Mal in so einer Wohnung und in einem Haus, wo es irgendwie einen Hausbrand gab, aber der Geruch ist echt nicht mein Fall. Ja, also es riecht hier echt heftig und hier sehen wir so eine Säulenhalle, also ein mächtiges Gebäude, wie so eine riesen Eingangshalle oder so. Sieht auf jeden Fall heftig aus, aber wie gesagt, der Geruch, allein deswegen könnte ich mir das schon nicht aufhängen. Hier unten noch die Infos. Ja, ich glaube, das packen wir am besten wieder in Folie oder irgendwo, wo der Geruch eingesperrt bleibt. Und dann haben wir noch das Artbook. Das kommt ja im Hardcover. Art of Tales of Zestiria. So sieht das aus. So, schauen wir mal kurz rein. Ah ja, genau. Also hier haben wir so eine Inhaltsangabe, was uns hier erwartet. Und wie man es kennt, also eher wenig Text. Vor allem geht es hier einfach um Optik. Ah, Text ist doch dabei. Also Charakterbeschreibungen. Und dann kann man hier einfach sehen, wie sind die entstanden, was waren so die einzelnen Stufen der Skizzen, der Designs. Aber natürlich gibt es nicht nur Charakter, sondern wo haben wir es genau? Hier gibt es auch Umwelt. Alles Mögliche hier zu sehen. Waffen, Gegenstände. Also hier gibt es auf jeden Fall reichlich Material zum Betrachten. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Artbook im Hardcover. Dann haben wir diese 4 Figürchen hier. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Die kommen, auch wenn sie sie regelmäßig bei mir verlieren, die kommen mit einzelnen Waffen, also zumindest 3 davon, haben hier noch zusätzlich was zum Anstecken.
Der kleine Mann hier hinten kommt mit fixem Schwert, also der hat keinen speziellen Gegenstand noch zum Anstecken. Die kommen hier in dieser kleinen Schachtel. Dann haben wir hier das Heiligtum der Frau vom See. Wie gesagt, geruchsintensiv. Das separate Steelcase beinhaltet hier den Soundtrack und diesen Anime, 30-minütig. Und natürlich das Spiel an sich in der PS4-Variante. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Tales of Cestiria in der Collector's Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Tales of Cestiria unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.